Leute und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Ich nehme gleich den Anschluss auf und es geht auf jeden Fall weiter mit unserer Familie und den Babys, die hoffentlich bald da sind. Babys. Ich mag Babys. Und nein, ich möchte jetzt nicht cheaten, dass die Babys irgendwie früh auf die Welt kommen. Ich möchte einfach abwarten und wir spielen sie halt und ja. Es wird schon klappen und der Vater, hier, du bist ein Mann. Wenn du schon am PC bist, kannst du dir auch gleich einen Job suchen. Irgendwie müssen die Kinder ja auch Geld kriegen. Job suchen. Du bist junger Erwachsener, du kriegst schon einen guten Job. Und zwar als Kritiker. Jeder hat eine Meinung, aber nicht jeder wird dafür bezahlt. Sims, die über ein erstklassiges Einstellungsvermögen verfügen, können die Oh Gott. Oder was gibt's noch so? Social Media, Politiker, Leckermaul. Schön. Astronaut, Arzt, Polizist, Wissenschaftler. Nee, ich habe eine bessere Idee. Man kann sich doch hier auch so einen Einzelhandel kaufen, ne? Ein Restaurant kaufen. Wir werden unser eigenes Restaurant führen. Aber ich habe doch diese Erweiterung gekauft. Also, das war mir doch irgendwie klar. Also, beziehungsweise es war mir doch irgendwie im Sinn, dass ich die gekauft habe. Also, legt das ganze schöne Teil jetzt ziemlich lange vor. Yay, yay. Okay. Aber ich weiß, dass man Einzelhandel kaufen konnte, damit kam ich aber nie wirklich richtig klar. Ich habe immer nur Minusgeschäfte gemacht. Mal sehen, wie es ist, wenn man sein eigenes Restaurant führt. Hm. Oh Gott, kaufen. Hier. Oder nicht? So eine Großstadt ist doch am geilsten, oder nicht? Diese Grundstücke sind nicht verfügbar. Da, Haus zum alten Seebären könnte ich reinmachen. Also hier. Oder... nirgendwo. Wow, diese Auswahl. Hier oder nirgendwo? Okay, packen wir es da rein. Geht doch, oder? Nee, geht nicht. Doch. Möbliert? Ja, ja. Nein, nein. Ich habe gerade auf das Geld geachtet. Nicht möbliert. Oh Mann, das ist ja voll teuer. Wie soll man das in einem normalen Spiel denn jemals kaufen können, ohne zu cheaten mal? Das geht ja gar nicht. Oder? Oder? Na, okay. Kleinkinder lieben Kinderbücher. Kaufe Kinderbücher vom Bücherregal. Yay! Oh, ich würde auch voll gerne in mein Bücherregal gehen und so sagen, so, Bücherregal, Bücherregal an der Wand. Wer hat nichts mehr zu lesen in diesem Land? Du! Und dann kaufe ich mir so Bücher über das Bücherregal. Das ist ja voll cool. Lass mir meine Vorstellung. Oh mein Gott. Das ist ja alles viel zu teuer. What? Ja. Okay. Yay, ich besitze ein Restaurant. Geil. Das ist eigentlich viel zu groß, oder? Wo sind die Räume? Oh, scheiße, was habe ich getan? Ja gut. Hab ich gesagt? Ja gut, das habe ich eventuell. Fangen wir mit der Toilette an. Okay. Das ist krass. Das ist echt krass. Toilette, Dusche brauchen sie ja nicht, ne? Ich meine, ist ja jetzt nicht... Wir sind jetzt nicht zu Hause. Ich habe eine Idee. Ich habe eine grandiose Idee. Und ich möchte danach sagen, alle so, Dani, du hattest eine grandiose Idee. Dankeschön. Nee, dafür ist es zu klein, ne? Warte, ich kann ja alles umbauen. Ich habe die Gabe des Vorschlaghammers. Das ist eine Gabe, die ist angeboren. Die kann nicht jeder bedienen, aber ich... Ja, das ist überhaupt keine Lüge. Oder so, nein, nein. Die Tür brauche ich, die muss eins weiter, genau. Ich denke mal, ihr wisst, was ich vorhabe, ne? Ich haue da jetzt nämlich einzelne Klokabinen rein. Dann ist es vielleicht nicht ganz so ekelhaft. Shit. Also was heißt ekelhaft? Das ist halt nicht so ganz so... Ja, keine Ahnung, komisch. Sagen wir komisch. Nennen wir es einfach komisch.
So. Noch eine Klokabine. Das heißt, dass bis so vier Leute gleichzeitig pinkeln können. Ich bin ja so nett zu meinen Leuten. Machen wir einfach ein richtig schönes Restaurant draus. Für die Leute, die sich jetzt auf Babys gefreut haben, tut mir leid, wir sind ja immerhin schwanger, aber es ist gerade ein kleines bisschen pausiert scheinbar. Ja, genau, eine Glastür rein. Gut, dass ich sowas. Ach Mann. Gibt es nicht irgendwie so Toilettentüren wenigstens? Gewöhnliche Fiberglastür. Ja, Männer, Frauen, Toilette ist scheißegal. Wir haben Toiletten für jedermann. Jedes Geschlechts und jeder Orientierung, also sexuellen Orientierung, die sie sich wünschen können. Hä, ich will die. Da. So. Wunderschön. Mann, wenn es richtig platziert wird. Fuck mich nicht ab. Dankeschön. Es ist gerade hier, was zu machen, ist gerade höchst. Das sind Höchstleistungen, die ich vollbringe. Das dürft ihr nicht. Da, ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Habe ich super gemacht. Okay. Ändern wir die Farbe mal in klinisch weiß. Weil dann denkt jeder, es wäre total rein und toll und super. Und wir nehmen hier, die reichen doch. So. Auch für jeden. Und dann haben wir noch Spiegel. Nee. So. Was? Ich habe kein Geld mehr. Was? Meine Toilette hat irgendwie 10.000 verbraucht oder so? Ich sehe gerade nichts. Warte, ich muss mal. Kriege ich überhaupt kein Geld gerade dazu? Ernsthaft? Haushalt. Ja, gut. Oh. Haushalt auf aktuelles Restaurant. 100.000. So. Immerhin. Oder geht das da? Nee. Ja, gut. Kriegen wir schon hin. Allein die Toilette hat jetzt schon fast 10.000 gekostet. Oh mein Gott. Ich will das überhaupt nicht hinbekommen. Ich lüge. Oh Mann, wir werden so hardcore verkacken mit diesem Restaurant. Das wollte ich nur gesagt haben. Für die Leute, die denken so, nee, Dani, du schaffst das. Nein. Schaffe ich nicht. Okay, Klopapier. Also man muss jetzt nicht verschönern unbedingt. Ich meine, meine Toilette ist schon schön genug. Eine noch schönere Toilette gibt es auf der Welt nicht. Das ist schon okay so. So. Sehr hübsch. Wir haben die Toilette fertig. Wow. Gut, dann brauchen wir Empfang, Kellnerstation. Oh mein Gott, ich werde so verkacken. Kann ich die Treppe bitte bewegen? Nein, die Treppe. Nein, die Treppe. Ja, die Treppe. Dankeschön. Kann ich die nicht irgendwo anders hinstellen? Die nervt mich da, wo sie gerade ist. Ja, hier hinten zum Beispiel. Das ist okay. Dann so hochgehen. Ja, das ist durchaus in Ordnung. Eventuell könnte ich hier oben ja. Ach, ich gucke später, was ich machen kann. Machen wir hier die Küche rein. Küchenprofi-Station. Ah, Küchenprofi-Station komplett. Oder. Ja, nehmen wir komplett. Wo müssen die stehen? Muss auf was platziert werden? Muss auf einer Wand? Muss vollständig von einer Mauer an einer Wand. Lol. Hä? Hä? Ach so, ach so, ach so, so die Ausgabe. Aha. Gut. Die sieht jetzt nicht so krass geil toll aus.
Muss ich ja jetzt mal gestehen. Findet da auch die Ausgabe direkt statt? Ach, scheiße. Kriege ich schon hin. Gastronomiebereich. Ja, Tische. Da hinten ist Garten. So, draußen kann man ja auch essen, ist ja auch schön. Aber sonst würde ich das Ganze hier erstmal so ansiedeln. Und zwar brauche ich Tische. Lustig. So. Runder Tisch mit Tischdecke. Wäre natürlich schön, solche Tische. Gut, machen wir solche. Oh, warte, so im hinteren Bereich mal so ein langer. Dann auch mal solche. Noch mehr solche. Oder so. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue. Danke der Nachfrage. Hier so ein bisschen so bankettmäßig. Warum ist da eine Wand? Fuck mich nicht ab. So. Ein paar Einzel- und romantische Tische. So zum Dateabend. Ich weiß, ich mache das wundervoll. Also, der Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. Außer die Grenzen des Machbaren. Okay, was nehme ich für Stühle? Das ist natürlich eine ganz wichtige und entscheidende Frage für jedes Unternehmen. Welche Stühle kredenze ich? Die sind natürlich top dafür. Die sind romantisch und schön, aber ich hätte die gern in. Ja, so sieht das. Hallo? Ach Mann. Ach ja. Ich krieg das schon hin. Ich überlege nur länger. Oh mein Gott. Das ist ja sowas von überhaupt nichts geworden. Nein. Oh mein Gott. So. So, so. Stelle ich die wieder dahin. Also, wenn ihr mich jemals nach Inneneinrichtungstipps fragt, ne, dann möchte ich euch nur ans Herz legen, fragt wem anders. Oh nein. Wie sitzen die hier denn bitte dran? So. Nein. So. Sehr schön. Und da kommen die Kellner auch noch durch. Ist doch romantisch und toll und ach, keine Ahnung. So. Kann auch quasi in die Mitte sogar noch ein. Na, vielleicht auch nicht. Kommen die Kellner wesentlich gut durch. Ja. Was fehlt noch? Kellnerstation. Kellnerstation sofort zur Stelle. Auch sehr, sehr schön. Kommt am besten hier mal so hin. Direkt vorm Klo. Da habe ich es am liebsten, ehrlich gesagt. Ihr nicht? Ich schon. Da habe ich am liebsten was her. Und ein Empfang. Wo ist meine Eingangstür? Scheiße. Nee, dann wird sie direkt so vom Klo in Empfang genommen. Ist ja eklig. Ah, nein. Nein, nein, nein. Wieso? Oh Mann. Nehmen wir hier so im Empfang. Und packen die Kellnerstation dann. Ey, ich wusste nicht, dass ich mir jetzt noch Gastronomie hier kaufe. Das war alles eher ungeplant. Genau wie ich. Oh, der Witz war böse. Aber es ist wahr. So. Ihr hübschen Sachen. Was fehlt mir denn noch?
Okay, eigentlich nicht. Ich kann auch Merkmale hinzupacken. Erdbebengebiet, genau. Weil ich bestimmt möchte, dass hier. Die wunderschöne Landschaft macht diesen Ort zu etwas Besonderem. Wenn du Sonne untergeht, könntest Sims. Ich würde das machen, weil dann kommen immer total viele und dann ist es natürlich noch romantisch. Dann kommen ganz viele Liebespärchen. Fruchtbar. Nee. Ich möchte nicht, dass hier so viele getötet werden. Schnelles Internet. Yay! Super! Vielleicht soll ich das wegmachen, einfach so schnelles Internet, weil dann kommen ganz viele Kobolde. Nein, verflucht. Nein. Nein, nein. Nein, ich denke mal, es ist okay. Anforderungen. Habe ich jetzt alles? Aber es sieht ziemlich leer aus. Ja. Sieht schon. Irgendwie fehlen mir Lampen. Warum sind Lampen keine Anforderung? Die hätte ich fast vergessen. Ich habe fast die Beleuchtung vergessen. Sowas sollte immer eine Grundanforderung sein. Finde ich jetzt hier jedenfalls. So. Kommt das natürlich hier so zum Eingangsbereich hin. So ganz romantisch, so Deckenbeleuchtung. Sehr schön. Und draußen wäre ich aber auch dafür, dass man da noch was essen könnte dann. Schauen wir einfach mal. So, da ist der Herd. Vielleicht sollte ich da noch eine Bar reinpacken. Ich meine, wer möchte nicht noch irgendwie ein Schnäpschen? So die Frau nerven, dann erstmal an die Bar setzen können. Also für mich klingt das logisch. Was ist das? Espresso-Bar. Ja. Geht ja auch. Dann erstmal so reinkommen, erstmal ein Espresso konsumieren. Ja. Tragbare Bar. Tragbar Bar. Ha. Okay. Ich bin nur halb so witzig, wie ich denke. Und selbst das bin ich nicht. Oh, traurige Dani. Nee, alles so romantisch und so futuristisch. So eine könnte ich mir noch vorstellen hierhin. Ein paar kleine Barhöckerchen. Vielleicht haben wir ein paar Leute Lust, sich was von der Bar zu holen. Für die ist es dann wie gemacht. Gut. Ein paar Pflanzen eventuell. Ein bisschen romantisch gestalten das Ganze. Okay, die sind echt zu fett, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ha. Gab es da nicht so andere noch? Sind die. Die sind noch größer. Ja, gut, fahre ich mit meinen Pflanzen eigentlich schon ganz gut, die ich hingestellt habe. Einfach so für den romantischen Flair. Ich meine, ihr wollt ja auch, wenn ihr romantisch essen geht, erstmal so eine richtig schöne Topfpflanze auf dem Tisch haben. Übrigens, wenn man hier von Topfpflanzen schon spricht, packe ich dahin. So. Kriegt jeder ein Pflänzchen drauf. Also, wenn das jetzt nicht gut besucht wird, ne, dann weiß ich aber auch nicht weiter. Und draußen wollte ich noch ein paar Tische hinstellen. Seht ihr, jetzt bin ich voll in meinem Gebiet. Jetzt will ich hier richtig schön was machen. Also ich werde hier richtig schön was reißen. Auch romantisch. Romantisch im Kerzenschein. Halt ein bisschen. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Weil weniger ist mehr, wenn es halt um Romantik geht. Es reicht nicht nur romantisch als Zeichen zu haben im Namen. Nein, man muss auch Romantik präsentieren können. Und nur das kann ich hier draußen. Als habe ich mein eigenes Geschäft, ey, was mich voll viel gekostet hat und wo ich wahrscheinlich nichts rausbekomme. Darf ich übrigens sagen, dass ich es lustig finde, dass das ganze Geschäft fast genauso viel nur gekostet hat, wie, also nur doppelt so viel gekostet hat wie die Toilette. Das zeigt einfach allein, wie teuer die Toilette schon war. So, hier solche. Und an der anderen Seite packen wir auch mal ein paar schöne hin. Auch hier solche. Sehr schön, sehr, sehr schön. Weißt du, ich hier sogar so ein. Ja, jetzt war ich hier gerade so romantisch haben, dann will ich dann so ein Playground für Kinder hinmachen. Ja, gut, aber die Kinder spielen ja nicht, wenn es dunkel ist, oder?
Oder? Ich weiß nicht, ich war nie ein Kind. Ich weiß nicht, wie das ist, als Kind zu leben. So, kann ich hier noch irgendwie die edlen Tropfen. Was ist das, Speisekarte? Ja, die soll man schon sehen, wenn man hier. Ah, komm mal her, edle Tropfen hier hin. Und hier kommt dann so die Speisekarte hin. Was ist das? Tolle Blubberwand. Ja, finde ich auch. Also ich finde sie blubbermäßig toll. Ich hätte jetzt echt gesagt, boah, was für eine geile Blubberwand. So packe ich hier mal hin. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich bräuchte noch was Leuchtendes. Würde mich erfreuen. Würde mein Herz quasi erquicken. Ja, nicht sowas. Sollte ich eine Garderobe hinmachen? Möchte ernsthaft jemand was an seiner Garderobe abgeben? Ich meine, ist ja nicht saugefährlich oder so, dass geklaut wird. Aber für Leute, die es egal ist, ne, die kriegen das hin. Gut. Hier über die Bar auch nochmal so ein Schild, damit jeder weiß, da gibt es eine Bar. Finde ich sehr schön, ehrlich gesagt, ja. Ich bin recht zufrieden mit mir. Was machen wir oben hin? Ein Zugangsverbotenschild oder was? Oben ist einfach nichts. Da haben sie Pech gehabt. Oben kommt vielleicht später irgendwie was hin, wenn es sich rentiert hat. Gut. Ich würde sagen, ist doch jetzt in Ordnung, oder? Haus zum alten Seebären. Was? Laut Finanzen, Angestellte verwalten. Ich habe keine Angestellten. Aktuelle Mitarbeiter, Köche. Unten ein Sim einstellen. Ihr seid alle scheiße, kann das sein? Ja, gut. Stell dich die da ein. Die Wesens. Oder irgendwie als Koch. Ja, die ist gut im Mixen. Nehmen wir die erstmal. Gut. Kellner. Katja Krasavitsch als Kellner. Nee. Tut mir leid. Und als Empfangspersonal. Ich pack da nicht Katja Krasavitsch als Empfangspersonal rein. Es tut mir leid. So. Was kann ich hier? Kann ich die befördern? Gut, jetzt haben wir Köche. Gut, sehr schön. Aber wenn ich sie jetzt befördert habe, kann sie dann mehr? Nein. Oh, schade. Gut. Kauft dann Vorteil zu sich Angestellte. Gut. Ja, wir haben keine Gäste. Wir können das Restaurant Werbung. Guck mal, da machen wir doch ein bisschen Werbung hier. Hier, Goldpaket. Köche kriegen mal ein anderes Outfit. Hier, das sieht doch schön aus und männlich oder so. Sehr schön. Ah, ich kann es auch selbst, könnte ich erstellen. Aha. Kellner. Nein, ich will das einfach auswählen. Und Empfangspersonal. Nee, schon gut, so wie es ist. Obwohl, Empfangspersonal könnte ich für Frauen noch was anderes. Dann sind Frauen so ein langes, schönes Kleid im Empfang tragen. Das wäre doch auch eine wunderschöne Sache. Oh, ich bin ein bisschen müde. Wie spät ist es eigentlich? Ja, gleich 17 Uhr. Supi. Ich vergesse immer die Zeit, wenn ich aufnehme. Ach, ich trauriges Männchen. Sehr schön. Hier so ein Kleid und Schürze. Also auf jeden Fall so ein kleines schwarzes Kleidchen wäre was Schönes. Nicht so gerade. Einfach hübsch, nett, freundlich. In Ritterrüstung zum Beispiel. Wie will man denn in Empfang genommen werden? So nicht. Das ist eigentlich schon ganz nett. Aber nicht das, was mir vorschwebte. So wäre gut. So. Dann höhere Schuhe. Ein bisschen höher noch. Noch ein Stück, noch ein Stück.
Ja, so geht doch klar, oder? Obwohl das Kleid, das könnte noch ein Stück anders sein. So. Ja, dann brauche ich noch andere Schuhe. Aber so will man doch dann in Empfang genommen werden. So geht doch voll klar, ne? Also finde ich jetzt persönlich. Du vermisst deine Freunde, gewähre engen Freunden und Verwandten Zutritt zu deiner Wohnung, indem du ihnen einen Türschlüssel gibst. Denn dann kommen sie. Gemeinsam sind wir stark. Kleinkinder lernen doppelt so schnell, wenn sie mit älteren Sims-Fähigkeiten aufbauen. Ja, ist ja auch im normalen Leben so. Man sollte seinen Kindern auch was beibringen, ne? Nicht nur Ficky-Ficky machen, sondern auch mal drum kümmern. So. Und Speisekarte? Wow, ich kann ein Glas Wasser. Kann ich nicht irgendwie so alles? Ich gebe einfach alles ein. Wir bieten alles an. Unseren Gästen wird nichts verwehrt hier. Unsere Gäste können haben, was immer sie wollen, wann sie es wollen, wie sie es wollen und zu welcher Tageszeit sie es wollen. Ja. So, Maximalgrenze von 30. Hätte das nicht jemand sagen können? Gut, nehmen wir kalte Getränke. Auf jeden Fall Orangensaft, Milch, Cola. Fruchtbrause. Omas Liebling und Liebestrank, weil wegen Liebe und so. Dann nehmen wir warme Getränke. Kaffee, Kaffeelatte, Kamillentee, Espresso. Schwarzer Tee, grüner Tee und Cappuccino. Dann nehmen wir Fruchtsäfte, habe ich schon gehabt. Nehmen wir, was ist das? Sprudelnd. Malzbier, Soda. Und hier mal so edle Sachen. Also eine bunte Mischung daraus. Und Proteinshake und so. Kann ich noch was auswählen? Hier kommen, nehmen wir noch ein bisschen. So. Gut, das sind unsere Getränke. Dann gibt es natürlich die Vorspeisen, die ich jetzt auch auswählen darf. Nehmen wir mal, was ist das hier? Leichte Kost oder? Getreide. Dann nehmen wir Brot, Vorspeisen. Das ist für mich alles keine Vorspeise jetzt so. Nehmen wir ein Croissant, Bagel. Noch ein Bagel. Das sind hier so Gemüse, nehme ich mal an. Haferbrei, Obstsalat. Obstsalat finde ich jetzt Fritten. Gegrillte Früchte. Och Gott, ist das schwieriger, als ich gedacht habe. In Gletschereis gebetteter Eisbergsalat. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir hier nur Wurst- und Käseplatte. Ich nehme jetzt alles, was so ein bisschen nach Vorspeise aussieht. Und Fischgerichte. Gibt es hier nicht Sushi? Ich meine, ich mag zwar selbst kein Sushi, aber es gibt bestimmt andere, die Sushi mögen. Süßes Popcorn, Tortillas, Karamell. Das sieht doch gut aus. Ah, die hatte ich schon. Shit, die habe ich jetzt abgewählt. So, jetzt habe ich es. Das sind die Vorspeisen. Müsste eigentlich reichen. Hauptgang. Hauptgang nehmen wir Pfannkuchen, Macaroni mit Käse, Spaghetti. So. Hotdog. Mikrowellengericht. Nein. Nein. Weltraumtaco. Nein. Also so exquisit sind wir jetzt aber auch nicht. Ist das Pizza? Speckpizza. Pizza Salami. Ja, Pizza sind gut. Also ich muss sagen, ich selbst vertraue ja eigentlich so Restaurants nicht, die alles auf der Speisekarte haben. Also ganz verschiedene Sachen. Aber ich meine, ich selbst hier weiß natürlich, dass wir die trotzdem beherrschen. Ja, genau, das weiß ich. So, jetzt noch so Fisch und so. Hummer, Ahaiwürfel mit vegetarischen Wasabi. Hört sich gut an. Hauptsache, es hört sich exquisit an. So. Maximalgrenze von 30. Sag mir mal, wann die 30 erreicht sind.
Jetzt. Packen wir das weg und nehmen das noch rein. Gut. Unsere Hauptmahlzeiten und das Dessert ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Da haben wir natürlich Lavakuchen für Vegetarier geeignet. Immer ganz wichtig, dass auch Vegetarier nicht zu kurz kommen. Vertikaler Beerenkuchen, ja, was auch immer, Schokokuchen, auch wichtig. Schokolade! Schokolade! Okay, Eis, ich mag Eiscreme. Eiscreme ist toll. Ein paar Früchte natürlich auch. Gab es diese Makronen heißen die so? Keine Ahnung. Eis, Bananencreme. Oh, ich liebe Bananen. Pfirsich-Joghurt-Eis, Kirscheis, Erdbeereis, Orangen, bla bla bla. Obsttörtchen. Ja, komm. Es hört sich doch gut an. Gut. Haben wir's? Gewinnspanne. Was? Hohe Preise sind nur für Speisen hoher Qualität gerecht werden. Ansonsten bewerten die Gäste im Restaurant schlecht. Ja, gut. Kleiderfortschriften für Kunden ist scheißegal. Machen wir. Was ist das? Diesen Betrieb verkaufen. Niemals. Oh, schön, dass ich meine eigene Toilette benutze und mich dabei wie ein Held fühle. Also wollte ich mal gesagt haben, finde ich ganz toll von mir selbst. Ich kann hieran kochen und backen. Das ist sehr, sehr schön. Ich hoffe, es kommen fleißig Gäste. Und die Folge ist schon wieder viel zu lang. Also ich beende die Folge jetzt mal hier. Vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Schreibt mal Sachen rein, wie ich das Restaurant noch verbessern könnte. Wir schauen hier bestimmt öfter mal vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.